Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Moment, Damen und Herren, jetzt zurück zur neuen Folge von Anno. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt, nachdem wir jetzt eigentlich uns selber verpflegen können, fast komplett. Und das freut mich sehr. Also, weil ich noch richtig weiß. Und ja, es leckt ein bisschen, hust, hust. Da wir, wie soll ich das sagen, also tausende von Sachen im Hintergrund noch offen haben und. Deswegen leckt das relativ bei uns und wir müssen jetzt mal gucken. Nervt schon ziemlich. Gehen wir mal kurz ein bisschen weiter höher. Wir gucken mal, was haben wir denn eigentlich nochmal für Rohstoffe gehabt? Oh, wir haben so viel Eisen. Wir haben ja auch verdammt viel Holz, ist die Sache. Wir haben auch... Verkaufen wir irgendwas? Das ist eigentlich die wichtigste Sache. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Da haben wir schon eine Sache, die wir uns drum kümmern können. Kümmern müssen jetzt sie. Ja, okay. Das geht gerade nicht. Wie teuer... Wir brauchen, glaube ich, nochmal so eine Eisenschmelzgedöns hier. Ich habe noch keinen Schmied oder was? Irgendwo muss ich doch einen Schmied haben. Erzschmelze. Ah, Schmied. Da bauen wir uns mal einen zweiten nochmal hin. So. Dann läuft das hoffentlich ein kleines bisschen besser. Guck mal, kommt der? Ja, eigentlich müsste er hin und her rauskommen. Na nee, kommt er doch nicht raus. Außer der läuft an der Seite, aber das will ich nicht riskieren, dass wir das nie merken. Deswegen bauen wir mal kurz hier noch einen Weg lang. So, ja, wir kommen jetzt zurück, ja. Ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen in der Zeit jetzt aufgenommen, gerade eben. Ja, es fehlt wirklich an Nahrung. Scheiße. Kann man das mal so viel Minus machen? Ja, die Häuser verfallen. Zum Glück ist es nicht die Pest, weil die Pest wäre noch schlimmer. Ah, was sieht denn hier? Ah, das kotzt mich an. Schlachterei, kommen wir brauchen. Kauf dieses Tränklein gegen die Pestilenz des Leibes. Wir haben hier. Oh, das kommt mir an, sowas von. Ja, Leute, was machen wir da? Was machen wir? Fünfe. Haben wir hier unten? Verkauft vielleicht jemand irgendwie Essen? Brauche ich eigentlich nicht gucken, weil mir das weit weg ist. Einkaufer. Oh, die verkaufen Essen. Nicht gerade weh. Naja, 18. 18 Tonnen gerade mal. Die verkaufen wenig Essen. Eigentlich will ich da ungern hin. Müssen uns auch mal selber drum kümmern. Das ist die Scheiße. Wir gehen das mal auch verkaufen. Wir haben ja ein paar Sachen, die wir verkaufen können. So, sagen wir mal 100 Holz zum Beispiel. Dann können wir noch verkaufen. Was können wir noch so? Stein können wir noch ein bisschen verkaufen. Gehen wir mal auf die 40 zu. Dann können wir Salz verkaufen, wenn wir schon Salz haben. Dann gehen wir auf die 90 zu. Mit 23. Alkohol. Gut, das war's. So, und jetzt müssen wir uns mal drum kümmern. Mein Handy hat gerade vibriert, ist mir aber auch egal. So.
So, ich hoffe, die Aufnahme läuft oder läuft nicht. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Aber dann kommt das nächste Mal und ihr wisst es jetzt nicht, was passiert ist. Hey, das ist doch schön. Das erfreut mich doch. So, Nahrung. Schönheit ist kein Hexenwerk. Alles klar. Meine Tinkturen helfen der Natur etwas nach. Alles klar. Nehmen wir erstmal die Sachen dreifach und doppelt. Kleine Form. Da bauen wir nochmal Inspiform aus. Die jetzt nur auf das Essen bezogen sind. So, so. Dann hoffen wir mal, dass die Leute herkommen. Beziehungsweise wir essen bekommen wir. Wie gesagt, es ist kein Wunder, dass wir nichts mehr einnehmen. Und so wie es leckt, würde ich sagen, die Aufnahme läuft noch. Oh, das Haus steht falsch. Ja, es leckt ein bisschen. Merke ich. So. Nee, die wollen wir nicht. So. Und zwei Häuser wegreißen. Das Haus und das hier. Das. So. Na komm, leck nicht so. Das kotzt mich an. So. Warum leckt das so? Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Im Hintergrund dürfte eigentlich nichts weiter laufen. So. Läuft so ein kleines bisschen besser. Schönheit ist kein Hexenwerk. Meine Tinkturen helfen der Natur etwas nach. Wir bräuchten auch bestimmt irgendwann mal wieder neue Wolle, wie es aussieht. Also neue Wollform hier, bis schon. Hier, das hier. Schafform, genau. Meine Worte. So. Ja, ganz schlecht hier, wie es aussieht. Das geht ja noch. So, dann gucken wir mal. Machen wir jetzt... Also, wir müssen mal langsam wieder Platz machen. Kaufen wir irgendwas noch ein? Wir kaufen Essen ein. Nee. Hör auf, Essen einzukaufen. Hör auf, Essen einzukaufen. Das ist der Teufel persönlich. Wir kaufen 400 Essen ein. Ah, schade. Werde bestimmt gerade Essen verkaufen. Gibt es nun nicht mehr bei mir. So. Haben die irgendwo... Ja, die haben hier noch. Gut. Oh. Wie sieht es mit unserem Eisenschmelz und allem aus? Haben wir genug Eisen? Also Eisenerz. Wir haben kein Eisenerz mehr. Achso, nee, Eisenschmelzen, nee. Eisenmine. Kommt er da ran? Der dürfte eigentlich rankommen. Oh, da holt er auch gleich ab, das ist gut. Er ist auf dem Weg. Ne, wir sind... Achso, hä? Achso. Klar.
So, muss es sein. Läuft jetzt erstmal ein bisschen besser, würde ich sagen. Mit dem Essen müssen wir natürlich gucken. Ist eine Sache für sich selber. Getreide. Damit, mit Getreide kann man richtig viel Brot herstellen. Das ist gut. Das sind dann welche OP-Sachen. Schönheit ist kein Hexenwerk. Meine Tinkturen helfen der Natur etwas nach. Würde ich meinen, dass es eigentlich so ein kleinen Plus macht. Und so, die haben eigentlich alles. Wollen wir die weiterentwickeln lassen, ist die Sache. Bringt tut's uns eigentlich nicht viel, wenn wir nämlich kein Essen haben. 83 Tonnen, also bisher machen wir keinen Plus und kein Minus, glaube ich. Da würden wir mal sagen, mach mal auf. Lass mal die jetzt mal ein bisschen weiterentwickeln. Damit hier eine größere Stadt und alles entsteht. Ah, mein Rücken blutet wie verrückt. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich sterbe, Leute. Wie sehen unsere Verkaufszahlen eigentlich aus? 124. Viel zu wenig. Hm. In der Mitte müssen wir noch irgendwie mit Häusern. Achso, nee, wir. Uns fehlt ja Dings. Hier ein paar Sachen noch. Wie zum Beispiel eben die Kirche, die dann noch hier in die Mitte jeweils rein muss. Deswegen können wir die ja nicht dorthin bauen. Sollen wir sonst irgendwas Tolles? Also wir könnten ja schon militärisch anfangen. Wir könnten aber auch schon eine Mauer anfangen. Ich glaube, eine Mauer wäre gar nicht so schlimm. Wir haben bloß das Zeug hätten dazu. Guck mal, das können wir schon so bauen. So. Jetzt ziehen wir nämlich schon mal eine kleine Mauer um unser Dörfchen hier rum. Eine Kirche kann errichtet werden. Nice. Da sind wir schon so viele Bürger jetzt. Oder Siedler sind das, glaube ich. So eine Kirche ist natürlich schon was Prunkvolles, was Größeres. Ich brauche auch neuen Metall-Dingsbums hier, wisst schon. Deswegen muss man das hier schließen. Wir müssen natürlich auch gucken, die wollen natürlich jetzt auch irgendwann mal Tabak und Gewürze. Und die können wir hier nicht anpflanzen. Dafür müssen wir, glaube ich, hier rüber gehen. Und hier wären, glaube ich, auch Gold. Müssen wir mal hier rüberreisen. Captain! Mein Captain! Da kommen sie schon wieder. Mal gucken, ob sie wieder was, ob wir noch was verkaufen. Nee, diesmal nicht. Schade. So. Jetzt müssen wir natürlich unser Zeug finden. Die Einkaufskosten gehen so langsam nach unten. Ich weiß auch gar nicht, mit einer Küche machen wir eigentlich plus minus. Also wir müssen jetzt wirklich Gewürze und sowas herstellen. Gewürze und Tabak. Damit wir was Positives haben. Stimmt, wir haben ja Marmor auf unserer Insel. Oh, wir werden so reich. Jetzt am besten noch Gold. So, das ist hier Tabak. Also wir können hier Tabak herstellen. Aber keine Gewürze. Flotte befehlsbereit, Kommandant. Was ist hier los? Warum ist hier gerade was explodiert? Warum wissen wir, was hier drauf ist? Hier ist Gold. Ach, hier sind bestimmt Urwohner.
Das ist natürlich auch Dreck, weil die können einen verfluchen. Die können natürlich auch Waren tauschen. So, wie sieht es mit unserem Essen aus? Wichtigste Sache. Wir verlieren Essen. Hier ist niemand. Hier ist wirklich niemand? Womit können wir dienen? Aber wir können hier nicht her. Wir müssen trotzdem hier erobern. Ey, wir haben hier Gold. Ihr habt die Zivilisation der Azteken entdeckt. Was kann ich für euch tun? Ja, Azteken. Da. Verkaufen Gold. Okay. Womit kann ich dienen? Geht mal rein. Und wir müssen nämlich jetzt... Also wir können mal Gewürzen herstellen. Würde ich hier am liebsten hinkommen. Da sammeln wir jetzt so Rohstoffe und holen uns die verschiedenen Fahrt auf, Kommandant. Wäre eine gute Idee. So, und das können wir noch nicht herstellen. Was? Okay. Aber das können wir bald herstellen. So, geldmäßig müssen wir noch sehr viel einnehmen. Das kotzt mich schon an. Was passiert eigentlich, wenn ich das wegreiße? Gehen auch die Häuser weg? Das habe ich noch nie probiert. Guck mal, hier ist so viel Zeug drin. Der Fleischer sagt, ich habe kein Kuhzeug. Kein Schlachtvieh. Müssen wir mal den Weg noch hinbauen, dann müssen wir hier noch eine Schlachterei mal schnell bauen. Halt. Wäre fast in die Hose gegangen. So. Und dann können wir gleich unsere Kirche bauen. Und unsere Feuerwehr. Sehr nice. So, was bauen wir jetzt? Ach, das bauen wir zuerst. Tabak an. Und jetzt erst Gewürze. Schönheit ist kein Hexenwerk. Ich würde Gewürze sagen, weil da brauchen wir nämlich nicht viel. So, da können wir jetzt unsere Kirche bauen. Und damit beende ich unseren wunderschönen Part, Leute. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen hoch. Da, wenn nicht, einen Daumen hoch. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr davon sehen wollt. Oder auch nicht, dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensi. Ciao, ciao.